Das ist es. Das Geräusch, das jeden Mountainbiker komplett nervt, wenn man den Trail runterfährt. Quietschende Scheibenbremsen. Und das ist genau Thema des heutigen Videos. Wir schauen uns an, warum deine Scheibenbremsen quietschen könnten. Und wir schauen uns natürlich auch Lösungen an, dass man das Quietschen eben wegbekommt. Let's go! Punkt Nummer 1, warum deine Bremsscheibe quietschen könnte, ist ganz easy, und zwar, weil die Bremsscheibe einfach nass ist. Ob die jetzt daran liegt, weil ihr im Bike Wash kurz euer Bike abgesprüht habt oder weil ihr einfach am Trail seid und es regnet und es ist nass, ist ziemlich egal. Es geht einfach darum, wenn Wasser auf eurer Bremsscheibe ist, dann wird die einfach quietschen. Es ist so, da müsst ihr euch auch überhaupt keine Gedanken machen, denn sobald da die Bremsen wieder trocken sind, ist das Quietschen auch weg. Und dann müsst ihr euch überhaupt keine Sorgen machen, sobald es trocken ist, geht es wieder weg. Und dann könnt ihr einfach weiterfahren, ohne irgendwas zu ändern. Punkt Nummer 2 hat mit dem Putzen zu tun. Vielleicht kennst du es, wenn du einfach völlig gerade im Mode bist und dein Bike blitzblank kriegen willst, so wie er hier. Damn, I gotta wash that bike. Ja. Und wenn ihr wirklich so putzt wie er, dann kann schnell der Fehler passieren, dass ihr zum Beispiel, nachdem ihr eure Kette, Kettenblatt, Ritzelpaket oder euren Mantel geputzt habt, dass ihr danach auf die Bremsscheibe geht und die putzt. Und da kann dann eben Dreck und im schlimmsten Fall sogar Öl auf die Bremsscheibe kommen, und das führt dann eben zu einem Quietschen. Oft ist es so, dass das dann nach einer Tour, wenn du länger bremst, dass das dann weggeht. Im schlimmsten Fall bleibt es aber da. Deswegen empfehle ich euch ganz einfach, putzt bei eurem Bike als allerletztes sowas wie die Kette, das Kettenblatt und so weiter und den Mantel. Weil dann habt ihr einfach nicht die Gefahr, dass ihr danach noch über die Bremsscheibe kommt. Und der zweite Tipp wäre natürlich auch ganz easy, putzt die Bremsscheibe einfach nicht. Lasst die einfach, denn die bremst ihr eh ab, die müsst ihr nicht aktiv sauber machen. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie man ein Bike ganz schnell in 10 Minuten wascht, dann schaut doch einfach hier oben mein Video dazu an. 10 Minuten, ganz easy, und danach sollte euer Bike perfekt gereinigt sein. Wenn ihr aber eure Bremsscheibe sauber machen wollt oder wenn ihr eben jetzt diesen Fehler schon hattet, dass ihr es aus Versehen eben da mit einem dreckigen Schwamm drauf seid, dann gibt es eine ziemlich einfache Möglichkeit, und zwar nehmt ihr einfach Bremsenreiniger her und dann dazu ein Küchentuch. Das ist eine ganz einfache Vorgehensweise. Ihr nehmt den Bremsenreiniger, spritzt den auf euer Küchentuch und dann putzt ihr damit einfach eure Bremsscheibenfläche ab. Hier könnt ihr sehen, wie dreckig das wird. Und wichtig ist hierbei logischerweise auch, dass ihr nicht mit der Hand auf eure Bremsscheibe langt. Vergesst auch natürlich die Hinterseite der Bremsscheibenfläche nicht, und so solltet ihr den ganzen Dreck da wieder wegbekommen. Oder eben, wenn ihr wollt, dass eure Bremsscheibe einfach schön ausschaut, dann könnt ihr die so sicher sauber machen, ohne dass die irgendwie kontaminiert wird mit Dreck und so weiter. Very nice. Und für den Bling-Bling-Effekt nehmt einfach ein bisschen Bremsenreiniger und dann könnt ihr auch hier die Flächen, die nicht hier irgendwie im Eingriff sind, zusätzlich reinigen. Damn, das blitzt mal wieder. So, und dann kommen wir auch schon zu Punkt Nummer 3. Und das ist wirklich meiner Meinung nach der schlimmste Punkt. Und zwar, Öl ist auf eurer Bremsscheibe oder auf eurem Bremsbelag. Und wenn hier wirklich Öl drauf ist oder Bremsflüssigkeit zum Beispiel, dann ist es wirklich so, eure Bremse wird quietschen und das werdet ihr auch nicht so schnell rausbekommen. Hier würde ich euch Folgendes empfehlen: Wenn ihr wirklich Öl auf eure Bremsscheibe bekommen habt oder auf dem Belag, dann schaut so schnell wie möglich, dass ihr das runterbekommt und vor allem, dass ihr das Öl nicht einbremst in den Bremsbelag. Denn wenn es da einmal drin ist, ist es wirklich fast unmöglich, den rauszubekommen. Ihr nehmt dann auf jeden Fall eure Bremsscheibe und macht die komplett mit Bremsenreiniger sauber. Genau wie ich vorher gesagt habe. Aber wirklich vielleicht ein paar Schritte, das 2-3 Mal machen, um dann wirklich das Öl wegzubekommen. Die Bremsscheibe kriegt man meistens noch recht gut sauber. Wenn das Öl aber in den Bremsbelägen sich eingesessen hat, im schlimmsten Fall sogar eingebremst wurde, dann ist es da ein bisschen schwieriger. Ihr könnt versuchen, eure Bremsbeläge rauszunehmen,
die wirklich mit Bremsenreiniger richtig einzusprühen. Den Bremsenreiniger da einfach einziehen lassen, abwischen, das paar Mal wiederholen und so zu versuchen, das Öl da rauszubekommen. Kurz noch als Tipp, wenn ihr die Bremsbeläge hier wirklich tief reinigt mit Bremsenreiniger, zieht euch besser Handschuhe an, denn wenn ihr zu lange zu viel Bremsenreiniger auf die Haut kriegt, dann ist das auch nicht das Beste auf der Welt, sagen wir es mal so. Hier erstmal den Bremsenreiniger nehmen und den Grunddreck abwischen, dahinter wie Vorderseite. Und jetzt wirklich einfach den Bremsenreiniger nehmen und hier einwirken lassen. Wenn der Bremsenreiniger hier jetzt ein paar Minuten eingewirkt ist, könnt ihr versuchen, das eben wieder abzuputzen. Wirklich hier mit Druck dran gehen und hoffen, dass ihr so das Öl daraus kriegt. Natürlich auch die Handschuhe deswegen anziehen, weil ihr mit euren fettigen Fingern, weil man hat einfach ein bisschen Fett auf der Haut, nicht auf die Bremsbeläge kommen wollt. Vielleicht funktioniert das. Im Worst Case ist es aber so, dass ihr den Bremsbelag auswechseln müsst. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, schaut einfach hier oben mein Video dazu an. Da erkläre ich euch, wie man den Bremsbelag wechselt. Ist jetzt auch nicht so schlimm, denn so teuer ist ein Bremsbelag nicht. Und im Worst Case müsst ihr zusätzlich auch noch eure Bremsscheibe wechseln. Wie das geht, das erkläre ich im Video, das in einer Woche, würde ich sagen, rauskommt. Also haut doch einfach auf den Abonnier-Button, dann verpasst ihr das Video nicht. Und dann wisst ihr ganz easy, wie man so eine Bremsscheibe wechselt. Und dann könnt ihr das ganz einfach selbst zu Hause machen. Jetzt gehen wir weiter zu Punkt Nummer 4. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, ich glaube, daher kommt das meiste Quietschen von den meisten Leuten. Und zwar geht es da um Folgendes. Wenn deine Bremsbeläge komplett abgefahren sind, und zwar zu dem Punkt, dass langsam diese Vorspannfeder, die diese Bremsbeläge auseinanderdrückt, dass die eben in Kontakt mit der Bremsscheibe kommt, dann wird eure Scheibenbremse wirklich komplett quietschen. Das ist dann auch so ein grausiges metallisches Quietschen zusätzlich noch. Denn hier ist es dann so, dass Metall auf Metall bremst und das führt einfach zu einer krassen Geräuschentwicklung. Natürlich solltet ihr zu diesem Punkt es gar nicht kommen lassen und eure Bremsbeläge vorher ausgewechselt haben. Wenn es aber dazu kommt, dann solltet ihr so schnell wie möglich euren Bremsbelag wechseln, denn ihr könnt dadurch die Bremsscheibe kaputt machen, weil ihr hier einfach so Linien reinbremst durch dieses Metall, da ist einfach der Verschleiß viel, viel höher. Zusätzlich ist die Bremskraft wesentlich schlechter und das ist auch ein Sicherheitsrisiko. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, das ist nichts mit Öl oder so, was schwierig ist rauszubekommen. Meistens ist es so, die Bremsbeläge sind gewechselt und dann ist das Quietschen auch wieder weg. Wie vorher schon gesagt, hier oben ist der Link dazu und natürlich auch unten in der Beschreibung, wie ihr die Bremsbeläge ganz easy selbst wechseln könnt. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, meiner Meinung nach, Punkt Nummer 5, warum deine Scheibenbremse quietschen könnte. Und das ist einfach, wenn die Bremsscheibe zu krass abgefahren ist. Viele von euch kennen dieses Problem vielleicht nicht, aber es kann sein, dass eure Bremsscheibe wirklich an Fleisch verliert, dass ihr die abfahrt. Und dann ist es eben so, wie ihr hier sehen könnt, dann bremst ihr da rein und außen gibt es aber wieder ein bisschen mehr Material. Und wenn hier ein Bremsbelag dann sozusagen leicht ruckelt oder oben dann immer an dieses mehr Material drankommt, dann kann es eben sein, dass das zu einer Vibration führt. Und das ist im Grunde, was dann zum Quietschen einer Bremsscheibe, einer Bremsanlage führen kann. Und hier ist es wirklich so, Bremsscheiben, die so krass abgefahren sind, die solltet ihr sowieso auf jeden Fall wechseln. Und das ist auch die Lösung für dieses Problem. Nehmt einfach eure Bremsscheibe, wechselt die aus und dann sollte das Quietschen weg sein. Wie eben auch vorher schon gesagt, das Video, wie man die Bremsscheibe wechselt, das kommt in spätestens einer Woche raus. Wenn es schon draußen sein sollte, ist es jetzt hier und auch unten in der Videobeschreibung natürlich verlinkt. Dann könnt ihr euch das anschauen, wie ihr ganz easy diese Bremsscheibe wechselt. Wie ihr sehen könnt, ich habe 5 Punkte ausfindig machen können, warum eben deine Bremsscheibe quietschen könnte. Aber was mich interessiert, wenn du jetzt noch einen Punkt weißt, den ich jetzt einfach vergessen habe, dann schreib mir den bitte runter in die Kommentare. Ist für alle eine richtig gute Info. Falls du da noch was weißt, dann hau's runter in die Kommentare.
dann haben wir hier noch einen besseren Wissensaustausch. Aber ich denke, wenn ihr diese Schritte befolgt, dann wird eure Bremse nie wieder quietschen und dann seid ihr immer perfekt am Trail unterwegs, ohne irgendwelche lästige Geräusche. Und so soll es natürlich sein. So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben bei Fragen aller Art. Runter in die Kommentare auch gerne Vorschläge, was ich euch als nächstes am Bike zeigen soll. Schreibt es mir runter in die Kommentare. Und dann hoffe ich, dass wir uns schon beim nächsten Video mit 4 Freeskier wiedersehen. Bis dann, Leute. Ciao und macht's es gut.